Das heutige Video beginnt mit dem Fluggerät City Hawk. Damit kann man fast alles machen. So plant die Firma hat Zoller Air, 4 bestellte Geräte als Ambulanzflugzeuge einzusetzen. Der City Hawk gilt auch als hervorragende Option für ein Lufttaxi. Das Fluggerät ist elektrisch und wird von einer Wasserstoffbatterie angetrieben. Es verursacht daher nur 70 Dezibel Ampere Lärm. In einer Konfiguration bietet der City Hawk Platz für 4 Passagiere und einen Piloten. Die Reichweite beträgt 150 Kilometer. Wenn es die Passagiere eilig haben, überrascht das Fluggerät mit einer Geschwindigkeit von bis zu 234 km/h. Darüber hinaus ist der City Hawk allwettertauglich und kann auf einem herkömmlichen Parkplatz geparkt werden. Kann man mit einem herkömmlichen Skateboard genauso schnell fahren wie mit einem Elektro-Skateboard? Ja, wenn man den Kickstick in der Hand hält. Dieses Meisterwerk der Wissenschaft und Technik wurde vom US-Team Rice Robotics entwickelt. Der Kickstick hat 2 PS und ermöglicht eine Beschleunigung auf 48 km/h. Was selbst für einen Elektroroller erstaunlich ist. Zu den Nachteilen gehört die bescheidene Reichweite von 6 Kilometern. Außerdem raten die Entwickler davon ab, mit dem Kickstick auf Inlineskates zu fahren. Die Erfindung kostet 377 Euro. Seit 2011 ist die US-Firma Jetovator in einer sehr interessanten Nische tätig. Sie bauen Geräte, mit denen man über dem Wasser fliegen kann. Das Prinzip ist einfach. Man nimmt einen Jetski und befestigt daran einen Schlauch, durch den der Jetovator mit Wasser versorgt wird. Die Firma wirbt damit, dass man den Umgang mit den Geräten in nur 20 Minuten erlernen kann. Der Fahrer muss nur den Wasserstrahl richtig ausrichten. Für Fans der Star Wars Saga bietet die Firma eine Art Speederbike an. Damit kann man bis zu 9 Meter hochfahren. Geübte Nutzer erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 40 km/h. Nachdem das Projekt von Knackex Dirk Schwierigkeiten hatte, eine Kühlbox zum Stand und wieder zurück zu transportieren, überlegten sie und kamen zu dem Schluss, eine Mini-Kühlbox zu bauen, die zum Abenteuer einlädt. Dazu untersuchte das Team die Schwachstellen typischer Mini-Kühlboxen und entwickelte On the Go. Hier steckt die Kühlbox in einem Reifen, der sogar schwimmen kann. Für die Herstellung kann recyceltes Meeresplastik verwendet werden. Weiter geht es mit dem italienischen Startup Oxama, das eine sehr interessante Taucherbrille entwickelt hat. Dabei werden Infos wie Tauchtiefe, Wassertemperatur und Herzfrequenz ausgewertet. Die Brille überträgt diese Werte mittels Knochenleitungstechnologie an den Taucher. So muss er keinen Armbandcomputer mehr mit sich führen und wird nicht abgelenkt. Die Taucherbrille kann in verschiedenen Modi konfiguriert werden. So kann sie zum Beispiel nur dann Daten übermitteln, wenn vordefinierte Grenzwerte überschritten werden. Oder sie informiert den Taucher alle 15 Sekunden. Das Startup bietet den Kauf einer Maske für 500 Euro an. Ein weiteres unglaubliches Projekt stammt vom italienischen Studio Lazzarini. Das Konzeptfahrzeug Stratosfera ist eine Kugel mit einem Durchmesser von 1,65 Meter, die Platz für 2 Personen bietet. Diese 2 können sich zu Lande, zu Wasser und in der Luft fortbewegen.
Stratosfera erhält zwei Elektromotoren mit einer Leistung von 150 PS und kann in der Luft auf 250 km/h und im Wasser auf bis zu 55,5 km/h beschleunigen. Alle notwendigen Infos werden auf der Windschutzscheibe angezeigt. Und die Kugel soll künftig für viele Aufgaben nützlich sein. So gibt es Fotos, auf denen Stratosfera ihrem Namen alle Ehre macht und in einem Heißluftballon aufsteigt. Adobe hat nicht nur Zeit für coole Programme, sondern auch für Kleidung. Das ausgefallene Kleidungsstück des IT-Giganten heißt Project Primrose. Optisch erinnert es an den Streit um das blaue oder gelbe Kleid, nur auf einer anderen Ebene. Project Primrose besteht aus flexiblen textilen Displays. Damit können Models das Muster ihres Kleides per Knopfdruck oder Bewegung verändern. Übrigens ist das Muster animiert. Wann das Kleid in Produktion geht, verrät Adobe allerdings nicht. Und Project Primrose gibt es bisher nur in zwei Farben: Weiß und Silber. Dieses Elektromoped sei ideal für die Stadt geeignet, sind sich die Entwickler sicher. Es wurde von Grund auf neu konstruiert und wird daher als radikal neu angepriesen. Das Moped heißt P1, ist das schnellste Fahrzeug seiner Klasse und hat viele Vorteile. Mal sehen, was es kann. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 88,5 km/h, die Reichweite mit einer Ladung 97 km. Die Batterie kann problemlos an einer herkömmlichen Steckdose aufgeladen werden. Darüber hinaus überrascht das Moped mit austauschbaren Modulen. So kann man statt dem Kofferraum jederzeit Lautsprecher anbringen und mit guter Musik fahren. Auf Vorbestellung kostet der P1 9.400 Euro. Auch Unit Sky String Technologies hat beachtliche Erfolge erzielt. Dieses Unternehmen entwickelt Lösungen im Bereich des Personen- und Gütertransports. Sie sollen mit der patentierten Pre-Stress Track Structure Technologie gebaut werden und die Transportwirtschaft auf den Kopf stellen. Denn ein Kilometer dieser Oberleitung kostet rund 1 Million Euro. Das ist fast 5-mal günstiger als analoge Oberleitungen, Straßen und Schienen. Der Unimobil soll bis zu 50.000 Personen pro Stunde befördern und ist für Geschwindigkeiten von rund 150 km/h ausgelegt. Auch der Transport von Gütern ist möglich. Hier sind die Kosten halb so hoch wie bei der Bahn. Der Hauptsitz von Unit Sky String Technologies liegt übrigens in Weißrussland. Ein norwegisches Start-up-Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Foto- und Videofans positiv zu überraschen. Sie haben einen Weg gefunden, Foto- und Videogeschichten auf eine neue Art und Weise zu erzählen. Die Methode heißt Viral und sieht aus wie eine Mini-Seilbahn. Theoretisch ist es eine tolle Alternative zu Drohnen. Die Version Viral Lite ist fast geräuschlos, kann Geräte mit bis zu 1,5 Kilogramm tragen und arbeitet 3 Stunden lang, ohne aufgeladen werden zu müssen. Viral Lite ist in etwa 3 Minuten aufgebaut. Und wenn mehr Dynamik gefragt ist, beschleunigt das Gerät problemlos auf 12,5 Meter pro Sekunde. Viral Lite kostet 400 Euro.
West Coast Customs rüstet Autos auf und Endless Pools rüstet Swimmingpools auf. Nun ist es unklar, wer von den beiden cooler ist. Endless Pools kann einen Pool auch mit Gegenstromanlagen, Wassersimulatoren und sogar Hydromassage ausstatten. Auch der Trainingseffekt in einem solchen Becken ist beeindruckend. Wollt ihr 100 Meter in 1 Minute und 14 Sekunden schwimmen? Das ist selbst für Profischwimmer ein hervorragendes Ergebnis. Und auch Kinder können in einem solchen Becken problemlos verschiedene Schwimmtechniken erlernen. Außerdem kann die mobile App als elektronische Anzeigetafel verwendet werden, um das Ergebnis sofort anzuzeigen. Allerdings kostet die Aufrüstung des Beckens rund 28.000 Euro. Wie der Name schon sagt, ist SeaDrone eine Drohnenfirma. Und sie hat ein unglaubliches Angebot für jeden Schiffseigner. Die Drohnen des US-Unternehmens sparen Zeit, Geld und Mühe. Denn sie machen es möglich, die Inspektion eines Schiffes im Trockendock durch eine zertifizierte Unterwasserinspektion zu ersetzen. SeaDrone verspricht, dass die Inspektion nur eine Stunde dauert und 5 bis 8 Mal billiger sei als die Arbeit mit einem Taucherteam. Außerdem wird auf der Grundlage der Inspektionsergebnisse ein zertifizierter Bericht im PDF-Format erstellt. Eine spezielle App bietet ein umfangreiches Foto- und Videomaterial. Die finnische Firma Aniven liebt und lebt den E-Sport. Ihr glaubt uns nicht? Dann schaut euch diesen Tisch an, den sie zusammen mit einem professionellen Dota 2-Spieler namens Jerex entwickelt haben. Hinter diesem klappbaren Wunderwerk der Technik verbirgt sich nicht nur ein Monitor, sondern auch ein vollwertiger Computer. Der Tisch richtet sich an Gamer, entsprechend hochwertig sind die Komponenten. Sie bauen beispielsweise problemlos Ryzen 7 und RTX 4070 Ti ein. Obendrauf gibt es noch einen 27-Zoll-Monitor. Dafür muss man aber auch viel bezahlen. Allein der 114x68 cm große Tisch ohne Monitor kostet 1130 Euro. Laut den Analysten von Data.ai verbringen die Menschen weltweit durchschnittlich 4 bis 5 Stunden pro Tag mit ihrem Smartphone. Dazu kommen noch Tablets, Gaming-Systeme wie Steam Deck und andere Gadgets. Viele Menschen sitzen oder liegen also lange mit gebeugtem Kopf. Das belastet den Nacken enorm. Bei einem Nackenwinkel von beispielsweise 15 Grad erhöht sich die Belastung auf etwa 12 Kilogramm. Das geht nicht, dachte sich das US-amerikanische Team XNEC und brachte dieses Gerät auf den Markt. Bei regelmäßiger Anwendung wird die Durchblutung verbessert und die Muskulatur trainiert. Dadurch sinkt das Risiko von Schmerzen und Beschwerden im Nacken. Die 95 Euro, die das Gerät kostet, sind also durchaus gerechtfertigt. Der Abschluss des heutigen Videos bildet der Car-Roboter aus der Schweiz. Dies ist ein kompakter Raupenroboter, der Autos mit einem Gewicht von rund 2 Tonnen ziehen kann. Dabei erreicht er eine Geschwindigkeit von 8 Metern pro Minute. Mit einer vollen Batterie arbeitet der Roboter etwa eine halbe Stunde lang. Ein Set aus Roboter, Ladegerät und anderem Zubehör kostet 6.600 Euro.